Hallo West Wing, ach schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin Sylvie und ich zeige euch heute meine Wohnung. Ich zeige euch heute ein ganz besonderer Platz bei mir in der Wohnung, mein Glamroom. Für mich war ganz klar, dass ich ein Glam Room brauche. Ich bin ein absoluter Beauty Junkie. Ich liebe es, um alles um mich herum zu haben, was ich jeden Tag brauche. Es ist Teil meines Jobs, aber auch wirklich ein quasi Hobby von mir. Und dass ich das alles um mich herum habe, das macht mir sehr, sehr glücklich. Dieses Regal ist sowohl funktionell als auch dekorativ. Da stehen eigentlich so ein bisschen meine Favorite Accessoires und so auch Memories von mir. Also zum Beispiel hier siehst du einen Look, was wir gemacht haben für MAC, für ein tolles Event. Das hier ist eine Rose, die habe ich bekommen in Monaco für ein Event. Das war so eine Grace Kelly Event und das finde ich natürlich auch ganz besonders. Hier habe ich ein paar Deko-Sachen auch von West Wing. Das sind zum Beispiel so kleine, ja, hübsche Container, wo ich dann mal eine Kette reinpacke, Schmuck, was ich alltäglich benutze und das dann reinlege. Ja, und das ist zum Beispiel mein favoriter Spiegel. Bling! Sieht gut aus, aber ist auch noch mega dekorativ in so eine hübsche West Wing Vase. Das ist so, auch so ganz feminin. Für mich ist ganz, ganz wichtig, wie das Licht sich reflektiert. Deswegen war es für mich schon sehr sicher weiß die Farbe, die die Basis sein sollte. Und um nicht zu klinisch zu wirken, wollte ich natürlich auch eine sehr schöne feminine Farbe zum Kombinieren haben. Und für mich, ich bin halt echt ein Mädchen, ne? Ich liebe halt Rosé-Töne, leichtes Pink bis zum wirklich Barbie Pink. So, und alles kombiniert mit Accessoires, die dieses Weiß und Grau wieder aufgreifen, sodass es auch nicht zu girly wirkt. Zum Beispiel den Teppich. Den Teppich ist dieses leichte Grau und hat einen schönen Schimmer, ist weich und gemütlich. Und damit ist auch wirklich das Helle und ganz Clean, was mein Beauty Room hat, gemixt mit einer glamouröse, softe, weiche Gemütlichkeit. Und eigentlich ist das ein bisschen wie mein Charakter auch ist. Ich habe eine ganz klare Business-Seite in meinem Charakter, in meiner Persönlichkeit. Aber jeder, der mich persönlich kennt, weiß auch, dass ich ein sehr warmherzlicher, spontane, witzige Natur habe. Und diese Kombination sehe ich absolut zurück in mein Glam Room. An dieser Stelle habe ich tolle Perspektive von meinem ganzen Glam Room. Hinter mir steht im Background mein Regal mit meinen Memories und die tolle Accessoires. Hier einen schönen Blumenstrauß, das helle Licht neben meinem Spiegel und dann natürlich da auch das Regal, auch wieder mit tolle Accessoires. Und dann stehe ich hier und ja, es ist genau, wie ich mir vorgestellt habe, genau, wie ich es visualisiert habe und mein Tag kann wirklich perfekt anfangen. Ja, einen typischen Tag in meinem Leben gibt es quasi nicht, weil jeder Tag kann bei mir sofort anders sein. Morgen fliege ich zum Beispiel für ein Business-Meeting nach München, dann bin ich wieder auf Reise. Aber ich habe natürlich schon mein Daily Routine, wenn ich zu Hause bin und zum Beispiel auch hier Content kreiere. Und dann fängt mein Morgen ganz einfach an mit natürlich Aufstehen, ein schwarzer Kaffee, ich checke mal E-Mails, ich checke mal ein bisschen die Nachrichten. Dann mache ich meinen Sport, ich habe hier zu Hause ein Gym, da mache ich immer eine Stunde Sport und dann geht
sofort in meine Master Bedroom, natürlich duschen und dann ist es sofort in meine Garderobe. Ich wähle ein Outfit aus und dann bin ich klar hier. Ja, wenn ich dann mal koche für mich selbst, dann versuche ich immer gesund zu kochen. Für mich bedeutet das am meisten Fisch und Gemüse. Mein Signature Dish, wenn ich Leute einlade, ist eigentlich gut bestellen. Ja, ich liebe einen großen Sushi-Mahlzeit von meinem favoriten Sushi-Restaurant. Darauf freuen sich auch alle. Flasche Champagner dazu und haben einen schönen Mädelsabend. Das erste Mal, dass ich mir bewusst war von The Power of Make-up, da war ich, glaube ich, so 10, 11 Jahre. Habe zugeschaut, wie meine Mutter sich jeden Tag schön geschminkt hat. Und es war mir schon klar, dass dieser Moment von Schminken am Tag, das Benutzen von Make-up für eine Frau, ja, ein toller Self-Love-Moment sein kann. Dass man sagt, okay, ich möchte wirklich das Beste aus mir selbst holen am Tag. Ich fühle mich dann wohl, ich bin selbstbewusst und kann wirklich die beste Version von mich selbst sein. Und da bin ich wirklich happy, dass ich ein Mädchen bin. Also ich finde das wirklich toll, dass wir Mädels das richtig zelebrieren können. Heutzutage bedeutet Make-up für mich vor allem Spaß, Freude, Leichtigkeit. Ich verbinde auch eine sehr emotionale Zeit mit Make-up in meinem Leben. Und das war, wenn ich in 2009 die Diagnose Brustkrebs bekommen habe und eine 6 Monate Chemotherapie hatte. Und da ich natürlich meine Haare verloren habe, meine Wimpern und meine Augenbrauen, war für mich Make-up wirklich ein ganz, ganz wichtiger Teil in meinem Leben, um diese Zeit für mich zu überbrücken. Ich wollte meine Weiblichkeit nicht verlieren, ich wollte mich gut fühlen, ich wollte auch mal irgendwo im Restaurant reingehen und nicht das Gefühl haben, dass die Leute Mitleid hatten und gedacht haben, ach, die arme Frau hat Krebs. Ja, und dann habe ich gelernt von meiner tolle Make-up-Artist, die ich um mich herum hatte, wie ich die Wimpern kleben musste, wie ich ein bisschen extra Glow machen konnte, auch wenn ich meine ganze Nacht krank war nach der Chemo. Und für mich war es dann wirklich eine Art und Weise, um eine kleine quasi Normalität zu kreieren in eine sehr, sehr schwere emotionale Zeit. Aber ich bin dankbar, dass es Make-up gibt und ich bin dankbar, dass es auch Professional gibt, die Leute und Frauen das lernen können, auch in diese ganz, ganz schwere Zeiten. So, ihr Lieben, und jetzt zeige ich euch nochmal ein anderes Highlight in meiner Wohnung, nämlich meine Ankleide. Komm mal mit! Da-da-da! Also neben Beauty ist Fashion auch eine absolute Leidenschaft von mir und in dieser Ankleide bin ich natürlich auch jeden Tag. Ich liebe es, ein Outfit zusammenzustellen, zu stylen. Ich verkaufe auch viel oder verschenke viel, aber manche Sachen kann ich mich absolut nicht von trennen, wie zum Beispiel dieser Jumpsuit von Saint Laurent. Die habe ich damals in Paris gekauft, habe die unendlich viele Male privat getragen, aber auch mal in eine große Fernsehshow beim Supertalent habe ich dieses Jumpsuit getragen und ja, das ist so eine tolle Erinnerung. Davon kann ich mich nicht trennen. Der bleibt auch immer in meinen Schrank hängen, da bin ich mir sicher. Ich liebe einfach diesen tollen Jumpsuit. Accessoires liebe ich natürlich auch. Das kennen alle Mädchen und Frauen. Schuhe sind natürlich auch eine große Leidenschaft. Und diese von Jimmy Choo sind meine aktuelle Favorites. Sie sind in so einem Orange-Red mit schöner Strass-Details. Und die passende Tasche könnte ich natürlich auch nicht widerstehen. Und für mich levelt das wirklich jeder Outfit auf. Sogar Jeans und Bluse sieht mit diesem Set wirklich ganz, ganz klasse aus. Ja,
Jeden Tag hier reinzulaufen in meine Garderobe bedeutet wirklich, dass ich alle meine kleinen Fashion-Schätze so in einen Überblick sehe. Und das macht mich einfach sehr, sehr glücklich. Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe in meinem Leben. Ja, Unternehmerin, arbeite fürs Fernsehen, viele Events, viele Reisen und natürlich Mutter sein. Das sind so Sachen, die kombiniert absolut ab und zu schwierig sein können. Es geht alles um Struktur und Planung. Jetzt im Moment ist es so, dass mein Leben sich wieder mal verändert hat. Mein Sohn ist umgezogen nach Dänemark und spielt da Fußball. Das heißt, meine Wochenende, die früher vielleicht ein bisschen relaxter waren zu Hause, bin ich jetzt vor allem im Auto und fahre nach Dänemark, um meinen Sohn zu sehen und die Zeit zu verbringen. Das heißt, alles ist wie ein großer Puzzle. Alles muss geplant und strukturiert werden. Du scheinst wirklich super strukturiert zu sein. Also so. Ja. Warst du schon immer so strukturiert oder hast du das gelernt? Also vom Charakter her war ich immer schon diszipliniert und fokussiert. Dieser unglaubliche Ruhe, die man bekommt von einer richtigen Struktur, das habe ich im Laufe der Jahre gelernt quasi. Ich kann das jetzt sehr schätzen. Ich weiß, dass wenn eine Struktur klar und deutlich ist, dass das wirklich mein Erfolgsgeheimnis ist. Ja, und das habe ich gelernt. Das kann ich jetzt auch sehr, sehr gut. Mein Team ist da wirklich ein Meister. Und deswegen kann ich auch mein Leben führen, wie ich es gerne möchte. Aber es ist etwas, was ich absolut gelernt habe. Ich habe ganz viele gute Sachen von meinen Eltern mitgekriegt, aber vor allem, dass es wichtig ist, dass man stolz sein kann auf sich selbst, harte Arbeit liefern, glücklich sein im Leben, Familie und Gesundheit zählt am wichtigsten und nicht lügen. Das hat mein Vater immer gesagt. Nicht lügen, immer ehrlich sein. Also ein Fun Fact über mich, was nicht so viele wissen, ist, dass ich sehr stolperig bin. Ich bin clumsy. Das heißt, alles, was so alltagsmäßig ist, was ganz easy aussieht, da stolper ich hin, ich falle, ich stoße, ich breche meinen Nagel, lass runterfallen, falle auch schön im Supermarkt, wenn alle Leute gucken oder im vollen Restaurant, wenn ich auf dem Weg zum Toilette bin. Das ist so typisch Sylvie. Ja, yeah, very awkward. So, ihr Lieben, das war so schön, dass ihr da wart. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Hoffentlich bis bald. Einen ganz dicken Kuss von mir. Mua.